Erkältungsgefahr. So, was haben wir denn noch? Gentonika-Slots wären halt noch was und höchstens Plasmid-Slot für Insektenschwarm. Telekinese, ich weiß halt. Elektrohaut wäre eine Idee. Und wandelndes Inferno. Sind noch gut, sind noch ziemlich gute. Aber dazu werde ich jetzt erstmal. Bring mich nach Hause. Oh, ja, das ist der. Und der jetzt auch noch. Ja, wie anstrengend. Kommt so viel auf einmal. Also man merkt schon bei Bioshock 2, da geht's deutlich mehr ab als im ersten Teil, muss ich sagen. Im ersten Teil war es doch noch etwas ruhiger. Ja, jetzt. Schnauze. Aber dieser Drill Dash, dieser Angriff, der ist echt geil. Der haut richtig gut rein. Boah, im ersten Teil habe ich nicht so viele Verbandskästen gebraucht, muss ich ja mal sagen. Der Rest geht eigentlich. Es hält sich aktuell alles zurück, weil ich nur viel den Bohrer benutze. Deswegen brauche ich aktuell eigentlich nur Kosten für Benzin. So, jetzt gehen wir wieder weiter. Und jetzt haben wir auch die letzte Little Sister dieses Gebiets. Die letzte von Siren Alley. Die nächsten beiden Engel, die sie sich holen kann. Riechst du das? Werden wohl, ja, genau, die werden alle hier hinter noch kommen. Ich würde sagen, wie sonst auch, werde ich mich hier erstmal. Boah, komm, wollen wir. Was? Du hast Wehrmunition von Leichen und aus Behältern. Okay. Das brauche ich ja nicht. Niemand tut meinem Daddy weh. Okay, das war viel zu viel panzerbrechende Munition. Aber hier kann ich mir doch bestimmt wieder neue holen, oder? Jawohl. Die brauche ich spätestens für die Big Sister. Die wohl nach dieser jetzigen Little Sister kommen wird. So, aber wie ich gerade schon sagte, wir werden uns hier jetzt erstmal ein wenig umsehen. Da jetzt weitergehen. Gibt es doch bestimmt auch wieder einige schöne Sachen zu entdecken. Zum Beispiel, was haben wir denn hier für einen Wohnbereich? Ein bisschen Geld. Wir bekommen so viele Autogeschütze. Das ist natürlich gut, um die Little Sisters zu verteidigen. Die Wände sind fast alle gestrichen. Echte Federkernlatratze. Ich hab gewonnen. Ich wusste es doch, dass sie einen gibt. Das hast du bereut. Selbst das Mädchen hier stärker als du. So langsam. Aua, hör doch auf damit. Okay, hier haben wir was.
gibt sich aber ziemlich gut. Das passt echt richtig gut. Jetzt haben wir hier zwei Autogeschütze stehen. Wer ist das? Und zwei von meinen Auto. Ja, zwei Autogeschütze. Und zwei von meinen Autogeschütze. Oh, bin ich dämlich. Zwei Autogeschütze und hier das Geschützding. Ich denke mal, das wird für eine gute Verteidigung sorgen. Wenn sie ihr zu nahe kommen, stehe ich mit der Shotgun hier. Auf die Augen, Daddy! Geh auf seine Augen! Noch ein Familienmitglied. Mach dir das mal schön, ja? Ich bin die Nummer 1. Nicht du. Ich demontiere bis auf die letzte Schraube. Die läuft da oben ein bisschen auf der Stelle. Hey, wo bist du hin? Ich geb nur im Bett. Super. Alles klar. So läuft das doch ganz gechillt. Ich bin gerade erst warm geworden. Daddy, bringst du mich auch nach Hause? Ja, mache ich. So, wie viel bekomme ich denn jetzt? 60 habe ich jetzt bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon mehr war oder ob es erst mehr gibt, wenn ich sie gerettet habe. Kann auch nur sein, dass es nur so ein minimaler Unterschied ist. Aber trotzdem ist es nett. Ich durchschaue das Gespinst. Aber Lams Anhänger sind verblendet von ihren Versprechungen. Ah, Mark Meltzer wieder. Es ist klar, dass diese Religion, die sie sich zusammengereimt hat, nur die Fassade für ein wahnsinniges wissenschaftliches Experiment darstellt. Ich weiß nicht genau, was im Schilde führt. Irgendwas, das unschuldige kleine Mädchen wie meine Cindy verändert. Mädchen, deren Angehörige krank sind vor Sorge. Deren Eltern sich so wie ich ruiniert haben bei der Suche nach Rapture. Sie verwandelt sie in eine Art Arbeiterbiene, die eine Substanz in Lams Institut bringen. Ich muss dorthin. Ihre Anhänger murmeln etwas. Ein gewisser Alexander sei der Fährmann. Ich glaube, jetzt habe ich alles so weit erforscht, wie ich es will. Ich brauche wohl nur noch... Wo ist denn? Da ist die Kamera. Nein! Abgang nach links! Ich für dich abgesehen! Boah! Also ich muss daran denken, immer die Munition wieder zurückzustellen, wie sie sein soll. Oh, jetzt habe ich ein Autogeschütz verschwendet. Ja, da unten steht's jetzt gut. So, ich bleib weiter beim Bohrer. Alles klar, also wir müssen dadurch. Ja gut, da lang müssen wir. Alles klar, das bedeutet. Weißt du was? Hier. Wir haben uns das Autogeschütz nicht so sehr verschwendet. Schlafende Engel leuchten. Adam leuchtet. So, die mache ich alle weg. Oh nein, da oben steht schon wieder so einer. Boah. Jetzt übertreib's mal nicht, ja?
Meine Aktien! Scheiße! Die Musik ist auch ein klein wenig buggy. Und jetzt haut sie nochmal rein, die Musik. Jawohl. So. Er ist netter als andere Daddys. Na, was bin ich? Dann gehe ich wieder auf das Hacken. Das Problem ist, jetzt wird eine Big Sister kommen. Ach, da ist es schon. Okay, immerhin habe ich hier eine Kamera. Ich hätte mal auf Phosphorschrot gehen. Wir sind fast wieder zu... Jetzt soll ich schon wieder ins Splicer kommen. Immer dasselbe hier. Danke. Könnt ihr euch nicht verpissen, wenn ich mich auf die Big Sister vorbereite? Okay, jetzt kommt sie. Alles klar. Okay, die Sounds sind gerade ein bisschen fehlerhaft. Dass sich immer die Splicer da einmischen müssen. Das kann doch nicht wahr sein. Es interessiert sich doch eh keiner für die. Sollen sich mal schön um ihren nächsten Rausch kümmern. Oh, jetzt haben wir wieder. Alles klar. Was holen wir uns denn als nächstes? Gentonika-Slot. So, hier gibt es ja Elektrohaut. Du nimmst weniger Schaden durch Elektrizität und fügst bei elektrischen Angriffen mehr Schaden zu. Das holen wir uns. Wandelndes Inferno genauso. Du kannst einen weiteren Verbandskasten tragen. Ein weiterer ist aber nicht viel. Aber trotzdem. Trotzdem werden wir uns das mitnehmen. Das kann uns noch von Nutzen sein. Zumindest ein wenig. Oh, ich kann ja keine weiteren Gentonika-Slots. Das ist natürlich ein wenig doof. Na schön. Ich denke mal, das reicht erstmal. Den Rest vom Adam können wir uns aufheben. So, und jetzt nochmal zum ursprünglichen Plan zurück. Alles genauer ansehen. Hier haben wir nämlich schon mal eine Vita-Chamber. Und Geld. Und das hab ich. Das hatte ich irgendwo gelesen. Das ist dieser geheime Knopf. Für irgendwas mit einer neuen Plasmid-Lieferung, haben sie gesagt. Scheißdreck! Kehr sofort um! Ich warne dich! Das braucht keiner, dass du uns das Geschäft versaut. Zurück, verdammt nochmal! So einfach geht das. Boah, Alter, ich kann mich an diesen Bereich hier
null erinnern. Ich habe ehrlich keinen Schimmer, wo ich jetzt gerade bin. Ich hatte nur diesen Audiolog eingesammelt. Da wurde irgendwas erzählt hier von neuer Plasmidlieferung und der Knopf ist unter der Kasse versteckt. Interessant. So dunkel hier. Na, was haben wir denn hier Schönes? Cure all. Medistationen füllen auch dein Eve auf. Es wäre nicht schlecht, aber das Problem ist, wir haben so viele wichtige Sachen. Wir brauchen mehr Slots. Wir können das ja erstmal da reinpacken. Hier noch ein Audiotagebuch. Diese Lamp hat Ryan ganz schön eingeheizt. Die Solidaritätsnummer war anfangs recht clever. Armen Häuser und... Ja, darum kümmert sich mal meine Maschine. Absoluter Schwachsinn. Und dann diese Debatte über religiöse Rechte. Was haben wir hier noch? Fragt sich, ob sie das aufgebracht hat, um zuzusehen, wie Ryan sich in noch seinem ein Affenkostüm windet. Lambs einziges Problem ist, dass sie sich diesen ganzen Käse selbst abkauft. Die Welt retten. Rapture ist einfach nicht ihr Pflaster. Ryan hat sie jetzt irgendwo kalt gestellt. Und ich schätze, da kommt für die Profis das mit ein Safe. Boah. Das war ja ein bisschen anstrengend. Na gut, geht aber eigentlich klar. So Besonderes war da jetzt auch nicht drin, ne? Also dieses Cure All war schon nicht schlecht, aber der Rest ist eigentlich nicht so wichtig, muss ich sagen. Ansonsten fand ich das ganz nett hier. Ich kann mich aber null daran erinnern, schon mal hier gewesen zu sein. Mit diesem Knöpfchen hier. So, jetzt sehen wir uns das mal weiter an. So einer, oder? Ich frag mich ja gerade, ob ich die Aufnahme richtig eingestellt habe, dass auch alle paar Minuten hier, ich muss unbedingt mal speichern, dass auch hier immer ein Cut gemacht wird. Nicht, dass ich am Ende diese riesige Datei da habe. Kaufsexperte, Geld. Rapture. Von Lamb, natürlich. Die klügsten Köpfe der Welt vereint am Grund des Meeres. Also Ryan ist mir deutlich sympathischer als die Lamb. Und doch sollten sich genau diese Menschen alle der gleichen Vorstellung vom Vorrang des Eigeninteresses verschrieben haben? Ryan konnte umwerfend naiv sein. Als Individuen ganz gleich wie intelligent war jeder ein Gefangener des eigenen Egos. Ein Meer der Träume, permanent im Fluss. Aber in Adam bleiben ihre Gene erhalten und können mit einem moralischen Träger abgeglichen werden. Utopia kann nicht vor dem Utopisten entstehen. Es wird in dem Moment entstehen, wo wir so weit sind, es zu erschaffen. So. Mal weiter hier unten gucken, was wir hier noch haben. Stimmt, hier haben wir unsere erste Little Sister. Also hier haben wir den ersten ausgebeutet. Die Tür ist ein wenig buggy. Vom Licht her jeden. Also ich meine jetzt von Licht und Texturen. Dieses komische Flackern da drin, ne? Man sieht ja eindeutig, dass sie einfach nicht funktioniert.
So, war ich dann hier drinne schon? Ich glaube, ja. Ja, hier drinne war ich. Sehen wir mal weiter, was wir hier oben haben. Ich will hier jetzt weitergehen. Green Crochets. Kisten. Ehrlich, gibt's hier nur so wenig? Ist hier nicht mehr? Ist aber schade. Ich dachte, hier wäre noch etwas mehr zu entdecken. Sisters Orphanage. Waren wir da schon drin? Ne? Können wir da rein? Oh. Das Little Sister Waisenhaus. Können wir doch bestimmt was Interessantes finden. Zum Beispiel einen nervtötenden Spider-Splicer. Na, wo ist der Kollege hin? Da haut der ab. Können wir hier lang? Ja, können wir. Oh, die Musik. Oh. Mein Name ist Eleanor. Fallnieten, Autohackfall, Fallnieten. Das Auto, das höre ich mir an. Ich bin ganz alleine hier, Mr. Tonband. Du bist mein flüsternder Freund. Dauernd kommt ein Arzt zu mir. Er sagt, Rapture braucht mich und dass er mich morgen woanders hinbringt. Ich habe gefragt, warum. Da hat er nur gelächelt. Ich bin keine Waise. Mom lebt ja irgendwo. Und Tante Gracie sucht mich wahrscheinlich. Aber ich kann nicht auf sie warten. Ich werde fliehen und Amir suchen. Und dann klauen wir ein U-Boot. Noch vor morgen weiß ich, wie Sonnenschein sich anfühlt. Und hier wurde sie dann zur Little Sister. Boah, wo bleibt dieser Spider-Splicer, hä? Dich hole ich noch. Kannst weglaufen, so viel du willst. Okay. Oh Mann, was... Ich habe ein ganz ungutes Gefühl hier. Dreckiger Warnduscher. Du mein Bohrer, kommst du nicht an. So, was ist jetzt? Hattet ihr euren Spaß? Harpunen. Ach du, Dreckiger. So. Ich brauche schon wieder mehr Benzin. Das ist doch einfach nicht wahr.